Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News, Freunde. Heute habe ich wieder eine richtig, richtig bescheuerte Story. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal zu feinen Sachen. Und zwar der ehemalige WWE-Kommentator Tony Chimmel arbeitet jetzt ein wenig mit All Elite zusammen. Es gab jetzt schon einige Ring of Honor Live-Events, All Elite Live-Events, wo er mit dabei war, ein paar Tapings und so. Für Dark hat er ein bisschen was gemacht und für Ring of Honor im Honor Club und so. Ja, haben sie ein bisschen was mit Tony Chimmel aufgenommen. Für mich eigentlich der beste Ansager, den die WWE hatte. Ja, der arbeitet jetzt auch ein wenig mit All Elite zusammen. Finde ich schon mal ganz cool. Wer aktuell gerade nicht bei All Elite mitarbeitet, ist Phoenix. Der hat sich nämlich in den letzten Wochen ziemlich ramponiert und hat deswegen entschieden, dass er eine kleine Auszeit nehmen möchte. Der ist also jetzt erstmal in einer kleinen Genesungspause für All Elite. Ist zwar nicht wirklich richtig verletzt, aber hat jetzt so ein paar kleine Sachen. Und deswegen hat er gesagt, er macht mal eine kleine Pause an dieser Stelle. Dann nochmal ein Update zu CM Punk. Da ist ja aktuell der Plan, dass er am 17. Juni in Chicago bei Collision zurückkehren soll. Allerdings wurde jetzt nochmal gesagt, dass es vorher nochmal ein Meeting geben soll. Es soll vorher nochmal eine Sache geben, wo Punk mit dem Roster sich zusammensetzt, damit man nicht quasi an dem Tag, wo Punk zurückkehrt, wieder gleich Stress hat, sondern man möchte das vorher schon mal irgendwann setzen. Es gibt jetzt keinen Termin oder so, aber man möchte vorher auf jeden Fall, dass das Roster mit CM Punk nochmal Kontakt hat. Dann hat ja All Elite bestätigt, dass sie am 27. August den All-In-Pay-Per-View in London machen möchte. Dennoch ist ja All-Out immer noch ein Pay-Per-View, der bei All Elite ja im Jahresplan drin ist. Dieser Pay-Per-View wird auch noch stattfinden. Also es wird dieses Jahr All-In und All-Out geben. Also sie gehen rein und raus, weißt du? Dann kommen wir zu New Japan Pro Wrestling. Die haben bekannt gegeben, dass sie aktuell eine unglaublich gute Zahl für sich bei Subscribern für New Japan World haben. Denn natürlich, Wrestle Kingdom im Januar bringt immer super viele neue Abonnenten. War auch dieses Jahr so. Sie hatten sogar nur über 90.000 Live-Zuschauer in dem Pay-Per-View-Livestream, was schon ziemlich nice ist. Und es kamen auch im Januar 40.000 neue Subscriber mit dazu. Und jetzt sind sie gerade zwischen 150.000 und 160.000. Das ist halt sehr, sehr gut. Das sind alles zahlende Leute. Ich bin immer noch einer von denen, weil ich jedes Jahr zu Wrestle Kingdom New Japan World abschließe und immer vergesse zu kündigen. Also ich hänge auch noch mit drin. Aber ja, das ist wahrscheinlich das, worauf die meisten dann auch aus sind und natürlich auch drauf zählen. Aber ja, ist schon... Naja, ich muss das mal kündigen. So, dann kommen wir zu dem nächsten Thema und zwar WWE und ihre Ringmatte. In den letzten Monaten hatten wir das ja häufiger mal gesehen, dass die WWE quasi Matches verkauft hat. Dass es irgendwelche gesponserten Matches gab, die denn rein in diesem Sponsoring-Thema war. Ich erinnere mal an den Rumble, wo es das Match zwischen LA Knight und Bray Wyatt gab, was in diesem Mountain Dew Setting war, mit den ganzen Logos und so, da wurde quasi diese Art direkt werbemäßig verkauft. Und sowas kann sich häufen. Denn wir wissen ja jetzt, dass die WWE gekauft wurde von Endeavor und die arbeiten ja, oder die haben ja ebenfalls auch die UFC. Und guckt euch mal den Boden von den Ringboden quasi bei der UFC an. Der ist voll geklatscht mit Sponsoring-Logos. Und guckt euch mal die WWE-Ringmatte an. Das nix. Gar nix. Und das könnte sich bald ändern. Denn je mehr Sponsoren man kriegt, desto mehr Plätze muss man ja irgendwie bedienen, um die da irgendwo dran zu klatschen. Und dass man also die Ringmatte irgendwann nimmt, ist eine Möglichkeit. Es kann also sein, dass aufgrund dieser ganzen Änderungen jetzt hier auch es sein kann, dass wenn der richtige Sponsor kommt, was halt auch passend für die Ringmatte ist, dann könnte es sein, dass wir vielleicht Sponsoring-Logos auf der Ringmatte bei WWE sehen könnten. Wen wir auch sehen könnten, ist Eva Marie. Die war nämlich vor kurzem in einem Video zu sehen, wo sie gefragt wurde, ob sie mal wieder zur WWE zurückkehrt. Und da hat sie gesagt, dass es kein richtiges Nein und kein richtiges Ja gibt. Das ist immer ein Vielleicht. Dennoch war sie in Gesprächen mit WWE Studios. Das ist ja die Filmproduktionsfirma von der WWE. Und da gab es wohl Ideen für einige Filme oder auch für Serien, wo man Eva Marie mit einsetzen könnte. Also es gäbe immer die Möglichkeit, sie wieder zu holen.
So, dann All Elite hat letzte Woche bekannt gegeben, dass sie Commander unter Vertrag genommen haben. Das hatte ich zwar schon in meiner All Elite Review gesagt, die ihr euch natürlich jede Woche als Twitch-Abonnenten und als YouTube-Kanalmitglieder gönnen könnt. Deswegen checkt das aus, werdet das auf jeden Fall noch. Dann gibt es immer weitere Videos, weitere Infos und ja, und da deswegen, ich wollte es hier nur einfach nochmal mit einbringen, dass, dass bei All Elite einfach sich schon wieder jemand unter den Nagel gerissen wurde. Dann geht es weiter mit Steve Austin. Der war nämlich in einem Interview und wir hatten ja die ganze Zeit immer wieder gehört, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Stone Cold Steve Austin ein Match bei WrestleMania haben wird. Und jetzt hat er aber mal rausgehauen, warum es denn jetzt nicht zu einem Match kam. Denn er hat gesagt, dass er gerne eine Situation haben will, in dem dieses Match quasi einfach so zustande kommt. Also er möchte nicht, dass er im Vornherein angekündigt wird als mit einem Match auf der Matchcard, sondern wozu er bereit gewesen wäre, wäre ein Segment, was dann in ein Match mündet. Genauso wie wir es letztes Jahr hatten mit Kevin Owens, mit der KO-Show, wo ja denn das Match erst draus entstanden ist. Sowas wollte er dieses Jahr wieder machen, aber nachdem die Idee quasi, oder nachdem die Aussage quasi raus ist, wurde da nicht weiter was gemacht. Also WWE hat sich dann auch da nicht weiter mit zusammengesetzt, denn als halt die Aussage, oder als die Aussage kam, nein, ich möchte kein vollwertiges Match auf der Card im Vornherein haben, war das dann für die WWE auch in Ordnung. Und dass er quasi gesagt hat, wir könnten ja sowas zusammenbauen, ja, da kam dann halt nichts mehr, kam keine Ideen mehr. Er hat auch gesagt, dass der Grund, warum er kein richtiges Match haben möchte, einfach sein Shape ist. Weil wenn er wirklich ein richtiges Match hat, was vorher angekündigt wird, was groß aufgebaut wird, über Stories und so weiter, dann möchte er einfach in fucking guter Shape sein. Und das war er halt gerade nicht. Und deswegen hat er gesagt, wenn denn eher sowas, aber da hatte die WWE dann wohl scheinbar keinen Bock drauf. So, und dann kommen wir noch zu einer kranken Story, und zwar zu Ted DiBiase Jr. Der war ja eigentlich, als er zur WWE kam, war der das Supertalent. War ja in einem Tag-Team mit Cody Rhodes, war in einem Stable mit Randy Orton und Cody Rhodes und so. Der wurde übelst gehypt damals, auch wieder Third-Generation-Superstar und so. Krasser Typ, einfach, ne, hat so viel Potenzial. Und jetzt sieht das alles aber für ihn nicht mehr gut aus. Nicht nur im Wrestling, denn nachdem der bei der WWE entlassen wurde, kam gar nichts mehr im Wrestling mit ihm, sondern es ist noch krasser, der steht nämlich jetzt vor Gericht. Der wurde jetzt angeklagt wegen einem millionenschweren Betrugsfall. Und das kann dazu führen, dass dieser Typ wahrscheinlich lebenslänglich in den Knast geht. Richtig kranke Scheiße, denn er hat, so wird zumindest, so lautet zumindest die Anklage, dass er verwickelt ist in einen millionenschweren Betrug. In dem Betrugsfall geht es um ganz viele Sachen. Es geht um Überweisungsbetrug, es geht um eine Verschwörung, es geht um Geldwäsche, es geht um Diebstahl von staatlichen Geldern, es geht um Ausbeutung von Bedürftigen im Zuge von staatlichen Förderungen und so weiter. Also richtig viel Scheiße einfach. Also richtig kranke Scheiße. Wie gesagt, das kann für den wirklich ganz, ganz schlimm sein. Also wenn du alles, wofür er jetzt angeklagt wurde, zusammenrechnest, dann wären das 160 Jahre Knast, die er jetzt theoretisch vor sich hätte. Er geht natürlich nicht, aber ja, also wenn der verurteilt wird, dann war's das. Dann ist der Typ sowas von am Arsch. Also der ist jetzt schon am Arsch, schon alleine für die Klage an sich, aber wenn sich rausstellt, dass das wirklich alles so passiert ist, ja, dann ist vorbei einfach. Also, was willst du dann noch großartig reißen einfach? Also der hat gerade richtig Kacke an Hacken. Aber wie er auch so ist, wenn er das alles getan hat, dann muss es halt so sein, ne? Hilft ja nichts. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig kranke Story, wenn man das wieder so hört. Ich meine, der war seit Jahren nicht in der WWE, aber trotzdem fällt es dann doch irgendwie immer wieder auf die WWE zurück, weil ja in Medienberichten dann immer heißt, ja, der ehemalige Wrestler, der ehemalige WWE-Wrestler. Ja, naja, dann bist du natürlich wieder Mode. Gut, soweit auf jeden Fall erstmal das News-Update für heute.
Ja, alles also ziemlich kranke Stories. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich erst am Dienstag sein, weil ja am Montag Feiertag ist. Da mache ich also auch mal einen Feiertag. Ich darf das jetzt auch. Ich nehme jetzt einfach das Recht raus, auch sowas zu machen. Habe ich sonst nie gemacht, aber ja, mache ich jetzt einfach. Und deswegen wird das wahrscheinlich alles am Dienstag kommen. Und ja, deswegen freut euch drauf. Werdet Abonnenten, damit ihr das dann auch nicht vercheckt und aktiviert die Glocke und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, macht nicht mehr Solle, wir sehen uns und ciao.